Ja Leute, willkommen zu einem neuen, wunderbaren Video! Ihr habt alles richtig gemacht, seid bei Colin und Dennis TV hängen geblieben. Heute gibt es eine coole Sorte von Level Up, und zwar Nuke Hydration Drink als Pulver. Das Coole an den Hydration Drinks bei Level Up sind, sie sind komplett ohne Koffein! Ohne Koffein und ohne Zucker, wir haben richtig Bock. Also Nuke schmeckt nach Limette und nach blauer Himbeere. Coole Mischung, wir sind gespannt. Wir holen Eis und Wasser und dann geht's ab. Alles klar. Wir sind zurück. Jetzt geht's ab. Level Up Hydration. Endlich mal wieder ohne Koffein. Heißt, wir können uns ordentlich einen reinorgeln gleich. Wir können uns auch rein. 500 Milliliter Wasser. Wir nehmen stilles Wasser, wie immer. Eis haben wir schon drin in diesem coolen Trimax Shaker. Ich kann das. Wie ein junger Gott. Wie ein junger Gott, geöffnet. Ein bisschen, oh, das riecht schon so geil. Oh. Wir hatten da ja schon mal die Ready-to-Drink-Flasche. Ich fand es okay. Da war Colin bei okay und ich fand es da schon so geil. Und ich finde, der Duft alleine, es ist so cool. Jetzt bin ich gespannt, wie die Farbe ist. Die Energy-Sorte knallt richtig grün rein. Also es sieht grün aus. Boah. Es ist auf jeden Fall grün. Ja. Kann sich sehen lassen, ne? Also, das ist echt hier so schon neongrün-mäßig. Richtig krass sieht es aus. Schon, also leuchtfarbemäßig, ne? Endlich mal zwei Gläser voll machen hier. Wie gesagt, Hydration ohne Koffein. Tauschen wir, weil da sind Eiswürfel und da nicht. Also die Farbe ist schon echt ein Highlight. Prost, Leute. Himbeere mit Limette. Blaue Himbeere. Also ich finde den Geschmack echt gut. Ich gucke jetzt hier schon, ob sich da ein bisschen Pulver absetzt. Aber ich glaube, das sieht ganz gut aus. Also bei mir wird es dabei bleiben. Ich feiere es einfach nicht ab. Nee, doch, ich mag das gerne. Bei der Bewertung werde ich euch natürlich auch die wunderbare Begründung bei so welchen Sorten nennen. Wir müssen gleich mal im Anschluss hier zum Ende machen wir einmal, ob es wirklich leuchtet am Ende. Das sieht so cool aus. Es hat auf jeden Fall ein bisschen weniger Power wie die Energy-Variante, finde ich. Es schmeckt ein bisschen weniger krass. Du hast schön fruchtige Limette, du hast schön so dieses... Ja, es ist halt natürlich kein natürlicher Himbeergeschmack, sondern diese blaue Himbeere ist ja mehr so... Weiß ich auch nicht. Sehr süß, sehr, sehr verrückt schmeckt das irgendwie. Wie vergleichst du diese? Wie willst du diesen Geschmack jetzt vergleichen? Also ich komme nicht klar. Ich finde es auf jeden Fall richtig lecker. Ja. Colin ist sich noch nicht so sicher. Oder doch schon sicher. Aber sicher, ja, aber halt. Was ich ganz cool gelöst hier finde, ist so, du hast ein bisschen Süße von der Himbeere, die hast du ganz klar. Du hast aber auch einen schönen Säurekick von der Limette. Also das ist eine gute Mischung so, gutes Level an Süße-Säure-Vergleich. Die Hydration-Dinger sind natürlich immer cool, ohne Zucker, ohne Koffein. Ordentlicher Vitamin-Cocktail, dass du dich eben schön so durch den Tag trinken kannst, wenn du willst. Ja. Ganz leichter Absatz an Pulver ist, ne? Dafür sind hier die Level-Up Hydration so ein bisschen bekannt, dass da so ein Pulverrest überbleibt. Also das ist ein Eiswürfel, ich würde gerade sagen, was schwimmt denn da drin? Ne? Aber es ist ein Eiswürfel. Aber es hält sich in Grenzen, also ich glaube jetzt hier... Letzter Schluck bleibt nichts Störendes so richtig zurück. Wir gucken nochmal in den Shaker, wir sind da sehr genau. Weil wir da mit den ersten Sorten irgendwie schon so ein bisschen ein Problem hatten, aber weiß ich auch nicht, ob die da noch was an der Rezeptur im Nachhinein geändert haben. Wir kommen mal zur Bewertung. Ja. Wir bewerten von 1 bis 10. 1 ist schlecht, 10 ist super. Ich mag den Geschmack. Ich weiß jetzt schon wieder gar nicht, was ich den Ready-to-Drink-Flaschen als Bewertung gegeben habe. Hier irgendwie könnte es ein Ticken saurer sein. Ich habe den Booster jetzt schon probiert. Der schmeckt mir noch ein Ticken besser. Ich wäre bei einer 8 von 10, weil ich so den Grundgeschmack ganz cool finde. Irgendwie erinnert es mich an so Weingummi von früher oder so. Da, es gibt ja auch dieses geformte Weingummi in diesen Plastikdingern, wo man da den Deckel wie bei so einem Joghurtdeckel abziehen muss. Irgendwie daran erinnert mich das total. Da habe ich ein bisschen Jugend und Kindheit als Erinnerung. Nostalgie. Ja, genau. 8 von 10 gibt es von mir. Die Farbe ist krass. Gut, die Dose hier, das Design ist jetzt nicht so mega aufregend. Der Drink allerdings ist sehr aufregend. Also wenn du damit
durch die Gegend läufst mit so einem neongrünen Ding, da denken wirklich alle, dass du vernuke bist und ganz andere Probleme vielleicht hast. Also von mir 8 von 10 für Nuke Hydration Drink als Pulver. Ich komme mit meiner Begründung, die es, ich glaube, auch schon bei der Ready-to-Drink-Variante gab. Und zwar, finde ich, schmeckt mir das hier viel zu sehr nach Sprite. Und da wir es halt gerade ohne Kohlensäure probieren, fahre ich es halt gar nicht ab, weil ich finde, diese ganzen krassen, bekannten Softdrinks ohne Kohlensäure ist. Und damit verbindest gar du den nicht. Geschmack so oder was, ja. Na, das ist schon natürlich, Limette ist Sprite. Geht schon so ein bisschen in die Richtung, weil eben auch diese Himbeere nicht so als Himbeere rauszuschmecken ist. Ne? Ja, die ein bisschen härter, glaube ich, wäre schon ganz anders. Ja? Aber also so wie es hier steht, feiere ich es halt eher weniger. Deswegen gibt es von mir eine 6 von 10 nur. Das ist natürlich das Coole an den Pulvern. Du kannst es dir am Ende anmischen, wie du willst. Nimmst halt ein Schluck stilles Wasser, rührst das Pulver ein, gießt es mit Mineralwasser auf, dann wäre es vielleicht auch nochmal eine andere Nummer. Ne? Hätten wir natürlich vorbereiten können, überlege ich gerade, weil du das ja bei dieser Ready-to-Drinken, bei dieser Flasche, gut, da hast du es so, wie es da steht, ja, musst du mit klarkommen. Hier hätten wir es natürlich irgendwie mal anders ausprobieren können. Chance vertan. Aber das wäre mal auf jeden Fall eine Sorte, die man gerne mit Sprudel, glaube ich, auch probieren kann. Ja, irgendwie hat sich das bei uns so eingebürgert, dass wir die Booster mit stillem Wasser machen. Von der Sache sind diese koffeinfreien Sorten als on top zu den normalen Energy-Sorten ganz cool, weil du eben dann deine Lieblingsgeschmäcker, denn das ist ja hier ganz gut, dass die so die erfolgreichsten Geschmäcker eben koffeinfrei haben. Ne? Dann kannst du das so tagsüber trinken und abends beim Zocken haust du dann Energy rein und dann hältst du vernünftig durch. Guck mal auf unseren Kanal, wir haben eine Playlist auch eben zu allen Sorten, jetzt auch eben dann schon eine relativ gut gefüllte Level-Up-Playlist. Wir testen da immer mal alles. Wichtig ist immer trotz Kumpelei, ehrliche Meinung, habt ihr gemerkt, eine 6 von 10 kann sich sehen lassen, würde aber auch sicherlich besser gehen. Aber wenn es einem halt nicht so zusagt oder eigentlich voll abholt, wird sie halt auch ehrlich ausgesprochen. Ne? Da muss man durch. Und ist halt so. Schreibt mir in die Kommentare, was haltet ihr von diesen Hydration-Produkten ohne Koffein? Braucht ihr das bei so einer Energy-Firma wie Level Up? Oder meint ihr eher, hier braucht kein Mensch? Kann ich auch einen Saft trinken oder Wasser, wenn ich kein Koffein brauche? Würde mich mal interessieren. Dich auch so. Für dich ist es natürlich total cool, ne? Du hast die coolen Geschmäcker und kannst dir das da auch mal so einen Becher reinorgeln. Einen schönen Shaker. Ja. Wenn du damit hier irgendwie beim Sport oder so durch die Gegend läufst, wie gesagt, mit so einem neongrünen Drink. Und dich dir einorgelst, während du mit dem Ball rumläufst. Wirst du von jedem angesprochen. Schon geil. Gut, wenn ihr nichts verpassen wollt, hier bei YouTube gibt es eine Glocke und einen Daumen nach oben. Haut mal rein. Mann, ey, Klingeling. Es passt mir immer noch nicht. Ich musste das wirklich mal beibringen. Ihr könnt liken, abonnieren, die Glocke aktivieren und Level Up inhalieren. Macht das, tschüss. Leute. Tschüss.